Guten und willkommen, es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast, hier bei mir beim Whisky Bubbler. Und heute habe ich wieder eine meiner Lieblingsbrennereien dabei, Dallune. Hier schreiben sie interessanterweise noch Dallune Glenlivet, wie man so oft sieht, mit Bindestrich. 13 Jahre ist Cadenhead. Unabhängige Abfüller, Premiere hatte ich noch nicht. Cadenhead, ja, immer wieder tolle Sachen. Hier auf diese Flasche bin ich durch ja, Whisky-Fan aufmerksam geworden. Ich mag Dallune, Kumpel hat genau so wie ich diese Abfüllung gesehen, die wurde einfach phänomenal gut bewertet. Hab mir gedacht, komm, ey, deine Lieblingsbrennerei oder einer der Brennereien, die ich wirklich sehr interessant finde. Liebling, ja, mit dabei, schmeckt mir irgendwie, muss man so als kleines Manko sagen. Deswegen preislich auch sehr attraktiv, habe ich mir den mal geholt. Und ein Cadenhead hatte ich auch noch nicht hier vor der Kamera. Ich hatte schon einige im Glas, oft sehr gut, muss ich sagen, oder darf ich sagen. Dieser hier, Dallune, ich meine die Brennerei, Speyside, 1851 gegründet. Mehr gibt es da eigentlich nicht wirklich zu sagen. Diageo ist sozusagen der aktuelle Owner. Hier ist jetzt eine unabhängige abgefüllte Abfüllung, wie so oft, weil es einfach nichts gibt. Und diese Abfüllung ist von 2018, also relativ neu, 2004. Bis 2018, fast 14 Jahre, Alter steht drauf, 13 Jahre, ist abgefüllt als Small Batch mit 46 Volumenprozente, aber ansonsten alles natürlich belassen. Sie schreiben hier noch drauf, es ist die Flasche 432 und es ist ein Bourbon Hogshead, was sie abgefüllt haben. Gereift in Oak, schreiben sie so rechts, das scheint so die Standardschriftzüge zu sein. Ja, und Cadenhead sitzt ja in Campbelltown, steht auch immer drauf, darf man sich nicht verwirren lassen. Dallune ist natürlich Speyside-Brennerei. Ich werde ihn jetzt verriechen, verschmecken und einfach mal mein Fazit mitteilen. Das ist eine besondere Nase, sage ich euch. Hat man nicht so oft, also sehr mineralisch, sehr grasig. Kräuter, Gras, eher so Seetang, mineralisch, Stein. Das ist so eine Meeresbrise, küstenartig für einen Speysider. Ja, Dallune hat ja manchmal so minimalen Rauch. Das ist kein richtiger Rauch hier, aber diese Note ist es ein bisschen. Und dann dieser grasig, kräutrige, ja, und diese Mineralien. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, aber es ist einfach total ungewöhnlich. Eine leichte Malzsüße kommt vielleicht noch durch. Ja, so eine weiche, cremige Komponente. Vielleicht leichte Würze aus dem Holz, aber eher grasig, mineralisch. In diesem Spektrum total bleibend im Wechselspiel. Ist eine sehr interessante Nase, nicht so typisch, wird wahrscheinlich nicht jedem gefallen, man muss es mögen. Interessant. Möchte ich ihn probieren auf alle meine Dallune-Freunde, sage ich mal. Slangewa. Schmatz, Schmatz. Ja, auch hier im Mundgefühl. Kommt auf die Zunge. 46 Volumenprozente. Passt perfekt. Schön süffig. Da kommen wieder direkt diese mineralischen Noten. Grasige, leicht Kräuter. Vielleicht ein leichter Brotteig. Minimal. Also jetzt nicht irgendwie, dass man denkt, das ist noch jugendlich. Der ist noch nicht reif genug. Der ist einfach sehr auf dieser Ebene, Seetang, leicht grasig, vielleicht dieser minimale Rauchtouch, den Dallune manchmal hat. Buttrig, wirklich buttrig, ölig, so. Ja, wer auf ölige Whiskys steht, ja, yo, das ist so richtig cremig, buttrig, ölig. Malzig, leichte Malzsüße, minimal, vielleicht so ein bisschen Vanille, eher so eine Würze, die dann ein bisschen vom ganz leichten Holzfass auch wieder durchkommt. Das heißt, die Nase findet sich hier wirklich wieder. Aber dieses küstenartige, mineralische mit diesen grasigen Kräuternoten und dann dieses Prickeln, ja, genau in diesem Spektrum ist es. Mein Fazit zu diesem Dallune von Cadenhead, erste Cadenhead-Abfüllung, die ich hier dabei habe. Ich finde den toll, sehr, sehr interessanter und spezieller Malt, muss ich aber dazu sagen. Der wird nicht jedem gefallen. Also wer auf diese süßen, süffigen Sherry-Whiskys steht, der kann es vergessen, sich diese Flasche irgendwie nur anzugucken. Könnt euch mal ein Sample besorgen. Der ist jetzt nicht speziell im Sinne von, wow, was ist denn das?
Also kein Fukushai oder wie der heißt, 10 Jahre, wo alle sagen, boah, Autoreifen. Nein, sowas ist es nicht. Das ist ein solider Whisky, aber von seinem Spektrum sehr auf so einer, wie gesagt, ich habe es zu oft erwähnt, glaube ich, in dem Video. Ich sage es nochmal, maritim, grasig, das ist so der Charakter mit so ein bisschen Butter, Fatsch, malzig, straight, genau in diese Richtung. Da bleibt er, das muss man mögen, wenn man es mag. Tolle Sache, wenn man es nicht mag. Jo, hat so ein bisschen mit diesem leichten Rauch, den ich bei Dalyun mag. Also ich stehe auf die Flasche. Ich würde diese aber, das finde ich immer, das ist so ein Paradebeispiel für eine Flasche, wenn man diese bewerten muss. Ich würde sagen, wow, in anderem wird die gar nicht schmecken. So mein Bauchgefühl. Vielleicht irre ich mich da, vielleicht schmeckt die jedem. Für mich eine tolle Abfüllung, aber ich finde es schwer, weil das ein bisschen von dem Mainstream abweicht und wahrscheinlich eher den Leuten schmeckt, die ein bisschen was suchen, was von diesen, ja, von der Masse sich ein bisschen abhebt durch seine individuelle Note. Da ist diese Flasche preislich 52, 53 Euro. Also man kann nichts verkehrt machen. 13 Euro, 46 Volumenprozente. Schöner Trinkwhisky mit schönem längeren Abgang ist immer noch da. Macht Spaß, mir macht Spaß. Und ich hoffe, ich konnte euch mal einen Caden Head Abfüllung zeigen. Ich hatte ja bisher nur einmal diesen Campbelltown Blend, der war auch von Caden Head, stimmt. Aber ansonsten immer wieder ein toller, unabhängiger Abfüller, den man sich mal ja, genauer anschauen sollte. Das soll es gewesen sein. Schaltet demnächst wieder ein. Ich würde mich freuen. Ciao.